ehrlichen Himmelsstürmer und Himmelsstürmer-Teams. Schade, dass wir uns jetzt nicht persönlich sehen können, aber ich freue mich, dass wir uns auf diesem Weg auch begegnen können. Und ich möchte euch jetzt ein Thema mit reinnehmen, was mich voll begeistert. Und zwar, Überschrift, Lobpreis setzt die Abenteuer Gottes frei in dir und um uns herum. Und da gehen wir zu in die Apostelgeschichte 16, ab Vers 24. Und ich glaube, ihr wisst alle, wer Paulus ist. Warum verfolgst du mich? Und dieser eine Moment hat Paulus' Leben für immer verändert. Er wurde von Christus Verfolger zum Christus Nachfolger. Ja, und jetzt ist er gerade in Philippi unterwegs mit seinem Freund Silas. Ja, und die sind beide sehr vom Heiligen Geist erfüllt, können in Sprachen beten und lieben es, Gemeinde zu bauen und Menschen für Heilung zu beten. Das gefiel einigen Herrschern also gar nicht. Was ist passiert? Ja, die beiden sind ins Gefängnis gekommen. Stellt euch vor, es war spät, dunkel und ja, es war vielleicht sogar feucht und ihre Füße befanden sich in so einem Block drin, also die waren richtig gefesselt an den Füßen und ja, um ihn herum die ganzen Gefangenen. Es war spät abends. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobliedern. Und die übrigen Gefangenen aber hörten ihnen zu. Was passierte dann? Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses erbebten. Sofort sprangen sämtliche Türen auf und allen Gefangenen fielen die Fesseln von selbst ab. Und jetzt kommt der Hammer. Sind die alle losgelaufen? Und es war laut und wild? Nein. Alle blieben, wo sie waren, in dieser äußeren Gefangenschaft. Denn Gott hat einen Plan in dieser Situation. Als nun der Gefängnisaufseher aus dem Schlaf erwachte und die Türen der Gefängniszellen offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich das Leben nehmen, denn er dachte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus jedoch rief mit lauter Stimme: Tu dir kein Leid an! Denn wir sind alle noch hier. Hey, das ist ein Wunder, die sind alle noch da. Wir können in einer äußeren Gefangenschaft sein. Stell dir die Corona-Maßnahmen vor, das ist für uns wie eine äußere Gefangenschaft. Und innerlich total frei sein, weil wir mit Jesus verbunden sind. Voller Zuversicht und Freude. Wir können trotzdem noch anderen begegnen, ihnen dienen, für sie da sein, für sie beten. Das ist innere Freiheit, dass wir uns nicht dieser Freude berauben lassen, die Gott uns schenkt, wenn wir mit ihm verbunden sind. Das ist ein Geschenk, was die Welt berührt. So, und was passierte nach dieser Aussage von Paulus? Denn wir sind alle noch hier. Da rief der Gefängnisaufseher nach Licht, stürzte in die Zelle hinein und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder, denn er wollte nur eins wissen. Wer ist das? Was ist das? Was die haben? Das will ich auch. Und da sagt Paulus: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du mit deinem Haus gerettet werden. Wow, und die Botschaft geht sofort auch in sein Haus. Und alle bekehren sich, alle nehmen Jesus in ihr Leben auf und sie lassen sich taufen, sie feiern Party, sie laden gleich alle erstmal nach Hause ein, so wie in den Dinnergruppen, nach Hause einladen, begeistert sein, Jesus feiern. Ja, das ist doch mega cool. Deswegen soll euch das motivieren und zeigen, was Lobpreis bewegen kann, wenn ihr wirklich mit Jesus verbunden seid. Einen Moment in Gottes Gegenwart kann so viel mehr tun als Jahre des Abends. Just one moment in your presence can do so much more than many years of striving. Just one moment in your presence
can do so much more than many years of striving. Just one moment in your presence can do so much more than many years of striving. Just one moment in your presence can do so much more than many years of striving. Beschäftigt euch mal wirklich mit diesem Song und überlegt mal, wie, dass man genau im Lobpreis diesen besonderen Moment mit Gott erleben kann. Und deswegen segne ich euch jetzt mit diesem besonderen Moment der Gegenwart Gottes mitten in eurem Alltag, der etwas Neues hervorbringt in dieser Zeit. Eine neue Tiefe, eine neue Leidenschaft für Jesus, für sein Haus und für die Menschen um dich herum. Ciao!